Die Königin dankt ab. Es lebe der König, heißt es heute in Dänemark. Ein ja denkwürdiger Tag in der Geschichte der dänischen Monarchie, der natürlich entsprechend gefeiert wird. Schauen Sie gern mit uns zu Brisant heute. Und unsere Königshausexpertin Leontine von Schmetto ordnet diesen Tag für uns ein. Leontine, ich grüße dich. Schön, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist heute. Leontine, was passiert gerade in diesen Minuten in Kopenhagen? Wollen wir natürlich hinschauen. Emotional heute, wir haben es, und du hast es jetzt schon ein bisschen erwähnt, auf dem Balkon vom Schloss Christiansborg. Hast du denn solche emotionale Momente tatsächlich erwartet vom neuen König? Er hatte ja Tränen in den Augen. Leontine, vielen, vielen Dank fürs Erste. Wir schalten gleich noch mal zu dir und zu diesen emotionalen Momenten natürlich auch und reden gleich noch einmal miteinander. Vielen Dank fürs Erste an dieser Stelle. Und wir schalten jetzt nach Kopenhagen vor das Schloss Christiansborg. Da ist Christian Blenker für uns gerade zugeschaltet und mittendrin im Trubel hoffentlich. Christian, es ist ja, wie gesagt, nicht gerade mild in Kopenhagen. Die Stadt aber pickepacke voll. Hast du denn damit gerechnet eigentlich, dass heute so viele Menschen beim Thronwechsel dann mit dabei sein wollen? Liefern sozusagen. Das war auf alle Fälle ein sehr, sehr sympathischer Auftritt. Das vertiefen wir gleich noch natürlich diesen Tag in Dänemark. Herzlichen Dank, Christian Blenker. Aber zuerst nach Deutschland. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ins Hochwassergebiet. Harter Bruch an dieser Stelle, wo langsam aber Entspannung eingekehrt ist. Die große Gefahr ist wohl gebannt, aber immer mehr Landkreise heben den ausgerufenen Katastrophenfall auf. Das Wasser in den Überschwemmungsgebieten zieht sich zurück. Sichtbar wird jetzt, was es aber hinterlassen hat. Und das bedeutet wohl die nächste Kraftanstrengung. Ein Beispiel aus Niedersachsen jetzt. Ja, und die Bauern, die haben es so richtig satt. Ihren Protest haben sie ja die ganze Woche schon auf die Straße getragen sozusagen. Morgen soll es noch einmal eine Abschlussdemonstration in Berlin geben. Dafür wollen Landwirte, auch für die übrigens, die schon lange auf Bio umgestellt haben. Hanna Zimmermann wollte eigentlich den Hof ihrer Eltern übernehmen, hat Landwirtschaft studiert. Aber die Zukunftsprognosen sind so düster, dass sie sich jetzt dagegen entschieden hat. Na, und das bedeutet wohl das Aus für diesen Familienhof. 100 Tage ist es heute her, dass die Welt den Atem anhielt. Hunderte Kämpfer der Terrororganisation Hamas überfielen schwer bewaffnet Israel, töteten wahllos Kinder, Frauen, Männer, alles, was sich ihnen in den Weg stellte, und verschleppten Israelis, nahmen sie als Geiseln. Ein brutaler Angriff, der aus dem Nichts kam und den Beginn eines neuen Krieges im Nahen Osten dann markierte. Bis heute sind Geiseln in der Gewalt der Hamas und bis heute wird in Israel um ihr Leben auch gebangt. Gott schütze den König. Diesen Satz sagte Margarete, als sie sich nach der Unterzeichnung der Abdankungsurkunde von Frederik und dem Stadtrat verabschiedete. Dänemark hat einen neuen König. Jetzt wird es brisant prominent nochmal. Frederik X. Hat seine Mutter Margarete nach 52 Jahren auf dem Thron abgelöst. Ja, ein wichtiger Tag heute in der dänischen Monarchie. Eine riesige Menschenmasse drängte sich trotz eisiger Kälte vor den Parlamentssitz auf Schloss Christiansborg. Ja, um das zu erleben und das neue Königspaar Frederik und Mary zu feiern. Historische Bilder, auch sehr, sehr emotionale Bilder, die heute um die Welt gehen. Ja, reden wir noch einmal über diese Zukunft Dänemarks mit Leontine Gräfin von Schmetto. Liebe Leontine, ich grüße dich noch einmal. Wir haben heute nicht nur einen neuen König gesehen, sondern auch eine neue Königin. Gerade in letzter Zeit gab es aber auch ziemlich viele Gerüchte um die Ehe von Mary und Frederik. Es wurde ein bisschen getuschelt, dass Frederik eine Affäre hatte. Wie sieht das denn da aus? Belastet das vielleicht den Start des neuen Königs oder wird das da ganz anders gesehen in Dänemark? Wohl wahrscheinlich niemand gerechnet. Liebe Leontine, reden wir gleich noch einmal mit dir. Vorerst vielen Dank und vorerst zu ihm. Frederik X. Ist, wie gesagt, der neue König von Dänemark. Ziemlich plötzlich wird es für ihn, der gerade noch Familienvater war und Thronfolger, ernst. Doch wer ist Frederik eigentlich genau? Wir können wohl sagen, er ist wohl der fitteste König Europas, denn er liebt den Sport. Er liebt eher Rock als Klassik und große Reden waren bislang nicht seins. Und da sind natürlich auch die Dänen sehr gespannt, wie gut Frederik denn diese Aufgabe meistern wird. Doch heute wird erst mal gefeiert. Schauen wir noch einmal nach Kopenhagen zu Christian Blenker. Christian,
Was hatte es denn mit diesem Kuss auf sich? Hatte man damit denn gerechnet heute in Kopenhagen? Kommt ganz gut an. Dänemark ist wirklich sehr, sehr beliebt. Das beliebteste Königshaus in Europa, nicht nur das älteste. Wie kommt es denn, dass gerade dieser Familie, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, die Herzen so sehr schnell zufliegen? Ist das, weil sie einfach sympathisch wirken und auch sind? Seine weiche Seite zeigt und natürlich auch zeigen darf, selbstverständlich. Vielen Dank, Christian Blenker. Und ich sage nur noch viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Schauen wir jetzt noch einmal auf Margrethe, die heute ihren Thron geräumt hat. Direkt, kreativ, intelligent und irgendwie eine von uns. Das sagen die Dänen fast einhellig, wenn es um sie geht. Wir haben auch heute wieder gesehen, die Menschen, sie lieben ihre Königin, ihre coole Margrethe und sind vor allem dankbar für mehr als 50 Jahre Regentschaft. Leontine von Schmetterau, noch einmal zu dir. Viele werden Margrethe als Königin trotzdem ganz schön vermissen. Werden wir sie in Zukunft aber trotzdem öfter sehen? Oder was denkst du, zieht sie sich jetzt ins Private gänzlich zurück? Leontine, wir haben Kopenhagen erlebt in Feierstimmung. Du hast uns diesen Tag mit deinen Einschätzungen näher gebracht. Ich möchte mich bei dir bedanken an dieser Stelle. Man merkt auch, du wirst die Königin vielleicht so ein bisschen vermissen. Eine Monarchin, die mehr als ein halbes Jahrhundert für ihr Volk da war. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Unsere Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmetterau. Dankeschön. Sehr gerne. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine neue Ära hat begonnen in Dänemark. Das Land hat jetzt ein Königspaar, Frederik X. Und Königin Mary. Ein historischer Tag, der natürlich in Kopenhagen noch nicht zu Ende ist. Da wird noch weiter gefeiert. Dänemark, ein Land, das die Balance zwischen Volksnähe und erhabener Krone ganz gut drauf hat. Wir haben diesen historischen Thronwechsel ein Stück weit für Sie begleitet. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen.